Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Leute, heute gibt es mal nach ziemlich langer Zeit wieder ein neues Reaction-Video. Und ich dachte mir, komm, heute schauen wir uns mal ein Video von Spoiled an. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und er ist sozusagen der neue, beste Newcomer, wenn es um Rainbow geht. Also er ist sozusagen, alle sagen so, er ist Godly 2.0. Und ja, also schreibt mir mal gerne eure Meinung zu ihm unten in die Kommentare. Falls ihr ihn nicht kennt, werdet ihr jetzt auf jeden Fall ein paar heftige Sachen sehen, muss ich euch wirklich sagen. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, also ich habe mir nur so eine Minute davon angeguckt. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ultra krass. Und ja, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Link zu seinem Video ist unten in der Videobeschreibung. Und Freunde, checkt unbedingt gerne meinen Stream aus. Wir werden heute auf jeden Fall versuchen, Road to Platin 1 nochmal zu kommen. Die Season geht ja jetzt ungefähr eine Woche. Und würde mich freuen, falls du mich da heute supporten würdest. Einfach kommt vorbei, würde mich riesig freuen. Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Um 17 Uhr fange ich an. Jetzt würde ich sagen, Freunde, fangen wir auch mit dem Reaction-Video an. Let's go. Also ihr seht es hier natürlich nochmal Spoiled. Folgt ihm gerne, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Und er ist, das ist eklig, wie er drückt. Also es ist wirklich, 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 wirklich eklig. Das ist sehr eklig. Ihr werdet es gleich sehen, Freunde. Was er so geben kann. Oder was er so allgemein gibt. So, ergibt sich jetzt eine Overheal. 1 vs 1. Und das war ein One-Tap. Digga. So, klar, es war halt ein One-on-One, aber das ist das. Ja. Boah. Also, er braucht nicht mehr, Digga. Ein Schuss, ein Kill, Digga. Mit P90. So eine ekelhaft, was er gibt, wirklich. Boah. Unlucky Tease, der war wirklich unlucky, Digga. Der arme junge Mann. Jetzt mit Pistol. Oh. Ich weiß nicht, ob er deutsch ist, aber viele sagen, dass er deutsch ist. Ganz oben ist noch einer. Ein Kitchen Hedge. Oh, schön. Schau da. Oh my god, there's people everywhere. He's on site! He's in sight! Der ist auch noch tot. Der Jackal ist auch noch tot, Digga. Nee, doch nicht. Es war nicht Jackal. Er wird immer noch gecheckt, okay. Oh, schade. Oh. Spoiled Meister, genau. Deswegen habe ich auch gedacht, dass er deutsch ist, wegen Meister. Weil das ist ja eigentlich ein deutsches Wort. Und deswegen, dachte ich so, dass er auch vielleicht deutsch ist. Memo dachte auch, dass er deutsch ist. Also mal sehen. Vielleicht ist er wirklich deutsch. Es wird sich ja bestimmt irgendwann noch rausstellen, kann ich mir vorstellen. Oh, was ein Flick, Digga. Insane, Mann, insane. Das ist wirklich richtig gut, Mann. Dropshottet nochmal. Nice. Nochmal ein schneller Dropshot hier auf ganz entspannt, oder was? Oh. Das ist natürlich auch ekelhaft, ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel nur einmal durchgeschossen und das dann abgeaimt, weil das halt noch weniger auffällt. Nice. Oh, Herr Doc, Black Eyes, Digga. Ich hätte das auch so gerne, Mann. Aber er gibt schon echt eklige Schellen, muss ich wirklich sagen. Er gibt schon ganz eklige Schellen, Mann. Also ich bin selber erst durch ihn aufmerksam geworden, weil er halt auf dem Testserver Rang 1 ist in dem Champion-Rang. Und alle sagen, er drückt krasser als alle anderen momentan. Oder kommt an die sehr krass ran. Und dann dachte ich mir, Freunde, falls ihr den noch nicht kennt, zeige ich euch den einfach mal. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Also ich finde, er drückt echt nicht schlecht. Also er drückt richtig gut. Er drückt echt richtig gut. 2v1-Situation, hat 13 AP, also ein Schuss, er ist tot. Boah, schön. Hat aber Glück gehabt, dass er wirklich so wenig Leben hatte. Boah, er ist instant immer auf Kopfhörer drauf. Immer. Ich weiß nicht, hier gab es bis jetzt auf jeden Fall nur ganz wenige Kills, die nicht auf dem Kopf waren. Hauptsache, zwei sind raus bei ihm. Digga, er hat gefühlt für alle Waffen Black Eyes, oder was?
RFC hatte auch Black Eyes. Junge. Aber was mir aufgefallen ist, dass er gegen Leute spielt, gegen die ich auch spiele im Rank. Also zum Beispiel so ein Typ, der heißt Bulgaro oder so. Der ist auch bei seinen Clips mal dabei gewesen. Also als Gegner. Und gegen genau diese Leute habe ich auch schon gespielt. Also öfter. Also er spielt auf jeden Fall auf EU-Servern. Boah, Digga, er ist immer, selbst wenn er croucht, er ist immer auf Kopfhörer drauf. Immer. Ja, hold up, I need to one-tap him. Don't do anything. Er will ihn, er sagt, ich will ihn jetzt zum One-Tap geben. Und er gibt ihn halt wirklich ein. Digga, Freunde, Mann. Digga. Das, was er gesagt hat, hat er auch wahr gemacht, ja. Das ist halt ekelhaft mit Pistol. Das ist für ihn so ganz entspannt, Digga. Piekt der jetzt echt noch Skylight? Nein. Oh mein Gott. Doch. Einer piekt gleich Skylight. Er geht sogar noch hoch. Ich weiß nicht, ob das der Bug ist, gegen den er gerade gekämpft hat. Okay, das ist eine Ash. Oh, der Bug. Einer Trading? Also Hallway Richtung Trading. Der Bug muss da auch noch irgendwo sein. Da ist der Bug. Okay, der ist jetzt auch down. Lol, ich dachte gerade richtiger Joystick. Das ist ein Joystick-Faker. Boah. Boah, hat ihn noch. Hat ihn noch getradet. Oh, krass, Digga, krass. Schön. 2 vs 3. Oh! Woher wusste er, dass er liegt? Also klar, man hat es bestimmt gehört, aber er war direkt wieder auf genau richtiger Höhe. Ich hätte wahrscheinlich runterflicken müssen. Kann ich mir vorstellen. Ich hätte da wahrscheinlich runterflicken müssen. Und dann keine Ahnung, ob ich ihn dann überhaupt bekommen hätte. Boah, schön, Digga. Genau, dieser Slap, gegen den habe ich schon mal gespielt. Oder öfter sogar. Und der ist jetzt einfach bei ihnen in den Clips mit dabei. Voll lustig, Digga. So die Leute zu sehen, gegen die man selber Rank spielt, dass die in seinem Video jetzt sind. Also er ist echt krass. Also das muss ich ihm lassen. Hätte ich bestimmt schon 2-3 Mal gesagt, keine Ahnung, Alter. Das, ich höre einen rechts. Ja, okay, dann war das der. Oh! Digga. Das war crazy gerade. Das war ganz crazy. Oh! Und instant live heal, Digga. Hammer. Ich dachte mir gerade so, will er auch nochmal sterben, oder? Er hat, glaube ich, nicht getroffen. Okay, das ist nicht so gut. Oh! Ich weiß nicht, ob das Luck war. Schön. Er hat noch alle geholt, Digga. Alle weggeholt, Mann. Jeden einzelnen, Mann. Wieder direkt auf Kopfhöhe drauf. Ging mit Dings, habe ich auch noch nicht gesehen, mit Holo. Plant. Muss ich sagen. Okay, go in, go in. Aber es ist interessant zu sehen, muss ich wirklich sagen. Könnte ich eigentlich auch mal testen. Kann er da oben auf dem Tisch eigentlich, kann man da oben planten? Das würde ich gerne mal wissen, ob man da oben planten kann. Bestimmt crazy. Wow, nice, Digga. Ach man, ey. Ich würde aber mal gerne wissen, wie viel Spielzeit er hat. Weil ich denke nicht, dass er jetzt so die gleiche Spielzeit wie ich hat. Außer er hat halt, dann ist es natürlich Talent so. Bei vielen ist es halt kein Talent, die müssen sich halt alles anlernen. Einige haben das halt direkt als Talent. Oh, oh. Ach man, ey, ich wünschte, ich könnte auch so zocken, Mann, ich würde. Ich wünschte, ich könnte auch so zocken, das wäre so geil, Mann. Oh. Heftig, Mann.
Der war ganz dirty, Digga. Der war ganz, ganz dirty. Hat aber auch heftiges Move und heftiges Timing. Klar, Timing kann man sich nicht erlernen. Sondern es hat dann halt, wie es schon sagt, mit Glück dann zu tun. Aber er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sage ich mal. Das hat man zum Beispiel gerade gesehen. Okay, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, das war es erstmal von Spoiled. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne eure Meinung zu ihm unten in die Kommentare. Würde ich echt gerne mal wissen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem neuen Video, Freunde. Haut rein, bis morgen und Peace.